Bahnnächste Halt Brockhöfe, Hauptbahnhof. Es besteht Verbindung in die Villa Cordes. Gucken Sie nicht, kaufen Sie kräftig ein. Es besteht Angebot von Speisen und Getränken, günstige Cafés, überteuerte Lotterie. Ryanair hat leider keine Treppe an diesem Zug. Sie werden die Notrutsche benutzen. Die Ausgänge befinden sich neben Ihnen. In the front, in the back. So, und It's Clubbering Time ist jetzt in der Urlaubsstimmung. Ja, einmal auf dem Land schön ausreiten. Nö, wir können auch hier die Idioten mit aufnehmen, die jetzt sich schon vorbereiten für ihren Urlaub. Das war quasi Rob Today und Hermann ist auch dabei. Ja, wie gesagt, wir gehen gleich in den Urlaub, also in der nächsten Woche. Und haben aber trotzdem für euch schon ein bisschen Content, was Videos angeht, nicht den Content von uns, also die Figuren, Sammlungen etc., Gesundheit, die Produktion wieder in den Hintergrund, sondern, ja, jetzt seht ihr das Ausmaß unseres Übels. Wir müssen uns wirtschaftlich weiterentwickeln, dann sitzen wir heutzutage hier. Ja, wirtschaftlich weiterentwickeln, das ist genau das Motto heute. Deswegen zeigen wir euch mal, was andere Leute für Sammlungen und extravagante Sachen bei sich zu Hause gelistet haben. Wir fangen an mit einer Riesensammlung von Spider-Man-Comics, zurückzufolgen bis in den 70er Jahren. Das seht ihr jetzt und wir sehen uns später. Ja, hi, ich bin der Alex. Ich bin seit 20 Jahren Spider-Man-Sammler, mittlerweile 38 Jahre alt. Und ich wurde von Ted gebeten, für seine YouTube-Sendung It's Clobbering Time mal einen kleinen Rundgang durch meine Sammlung zu machen. Mit den Worten vom Ding der Fantastischen Vier, It's Clobbering Time auf Deutsch, jetzt geht's rund. Angefangen hat eigentlich alles mit diesem Heft. Gezeichnet von Mark Bagley und geschrieben von G.M. DeMatteis, Marvel Deutschland, Spinne 1. Vor 20 Jahren hat der Condor Verlag damals aufgehört, Spider-Man zu bringen. Und der Panini Verlag hat das eben übernommen. Damals hieß er noch Marvel Deutschland. Im Laufe der 20 Jahre hat sich hier eigentlich ziemlich viel angesammelt. Jetzt gehen wir mal zu meiner Wall of Fame und dann zeige ich euch einfach mal so ein paar Besonderheiten. Da haben wir ganz links ein Blanko-Cover von Spider-Man, was der Gelsenkirchener Künstler Stefan Sombetski für mich angefertigt hat. Wunderschön. Daneben haben wir die Spinne, Erstauftritt von Black Cat und Amazing Spider-Man 194, das amerikanische Äquivalent dazu. Unterschrieben von Marv Wolfman. Weiter runter haben wir Marvel Age 12. Marvel Age 12 Besonderheit ist, dass dort das schwarze Kostüm von Spider-Man erstmalig vorgestellt wurde, Wochen bevor es in den Comics gezeigt wurde. Daneben haben wir natürlich den offiziellen Erstauftritt auf Holländisch, auf Deutsch und natürlich in der US-Version. Das ist Amazing Spider-Man 252 und alle drei Hefte sind unterschrieben von Ron Frenz. Dann ganz unten haben wir Amazing Spider-Man 100. Amazing Spider-Man 100, die Besonderheit an diesem Heft ist, dass Spider-Man dort erstmalig seine vier Zusatzarme bekam und die nächsten drei Hefte sechsarmig rumschwang und eigentlich mehr aussah wie eine Spinne wie jemals zuvor. Dann haben wir dort Amazing Spider-Man 121. Zu diesem Heft muss ich hoffentlich wenig sagen. Tod der Gwen Stacy. Ein absoluter Schock, weil es damals 1972 nicht möglich war, gewohnt war, dass eine Figur einfach über die Klippe gesprungen ist oder von der Brücke. Dann haben wir dort Amazing Spider-Man 1. Es gibt eigentlich nur ein Heft, was
mir mehr bedeuten würde, wenn ich es besitzen würde, es wäre Amazing Fantasy 15, der Erstauftritt von Spider-Man. So muss ich mich mit dem Zweitauftritt zufrieden geben. Aber G. Jonah Jameson taucht dort das erste Mal auf. Dann haben wir Amazing Spider-Man 85. Besonderheit an dem Heft ist, dass mir das von John Romita Sr. signiert wurde. John Romita Sr. ist derjenige, der Spider-Man das Erscheinungsbild gab, das wir heute kennen. Dann haben wir in der Mitte den größten Tag von meinem Hobbyleben festgehalten. Ich traf Stan Lee auf der Londoner Comicbörse 2014. Etwa der Wahnsinn. Und der Mann redet genauso, wie man das gewohnt ist von ihm. Der signierte mir mein Hit Comics 1. Wie gesagt, Erstauftritt Spider-Man in Deutschland. Dieses Heft ist eigentlich das Besonderste, was ich hier in der Sammlung habe, weil es dieses Heft kein zweites Mal auf der Welt gibt. Das Besondere an diesem Heft in Deutschland ist, dass es lange, lange Zeit nur in dieser Version gab und damit ziemlich gesucht war, weil der Williams Verlag dieses Heft damals ausließ. Das ist Amazing Spider-Man 29 in der US-Version. Das heißt also mittendrin in der Reihe. Die Deutschen haben also Spider-Man mittendrin irgendwie kennengelernt. Ein wunderschönes Heft. Und es dauerte bis 1999, bis der Panini Verlag die Jahrgangsschuhe rausbrachte und dieses Heft dann nochmal neu auflegte. Ansonsten habe ich hier in dieser Kiste noch Besonderheiten wie Erstauftritt Dr. Octopus. Oder Erstauftritt Elektro. Wunderschöner, klassischer Gegner, der Spider-Man einige Probleme beschert hatte. Eins meiner Lieblingshefte wäre beispielsweise Amazing Spider-Man 50. Absolut ikonisches Cover. Kurze Geschichte, Peter Parker beschließt nicht mehr Spider-Man zu sein und wirft sein Kostüm weg. Wurde übrigens hervorragend so verfilmt in Spider-Man 2 mit Tobey Maguire. Ja, 20 Jahre, lange Zeit. Das Besonderste in meiner Sammlung ist aber ein kleines Fachbuch, das einige Freunde und ich verfasst haben. Wir haben da 4 Jahre lang gesessen. Die Historie der Klonsaga. Dieses Buch gibt es leider nur in wenigen Autorenversionen und ist nicht käuflich zu erwerben. Wir haben da lange Zeit dran gearbeitet und es handelt sich eben, geht um die Klonsaga, Ben Reilly, mit der ganzen Vorgeschichte, mit den ganzen Heftbesprechungen und kleineren Sachartikeln. Das Besondere an diesem Heft ist beispielsweise, dass mein Heft von Tom DiFalco signiert wurde, der begeistert war von diesem Buch und das gar nicht begreifen konnte, dass es eine Fanarbeit ist. Danny Fingerross, der in den 80er Jahren Spider-Man als Redakteur zur Seite stand und eben einer meiner absoluten Lieblingskünstler, der große Ron Frenz, der mir sogar einen kleinen Spider-Man in meinem Buch gemalt hat. Ja, das war ein kleiner Rundgang durch meine Sammlung. Wenn ihr Interesse habt, zeige ich euch gerne noch andere Sachen. Weil ist ja viel.